So Leute, wo spawnt man eigentlich? Wo macht es eigentlich am meisten Sinn zu spawnen? Ich glaube Südzone 1. Da ist am unwahrscheinlichsten ein Gegner. Wir haben hier abgecampt? Nein, wir haben wir nicht. Okay. Wir machen erstmal die Gamma runter, packen die Wyvern out und zack. Bitte herauf. Und in die Höhe. So. Okay, hier ist schon mal eine gefatzte Base. Ich habe mir jetzt mal gedacht, Leute, nicht dein Ernst. Wenn ich das schon wieder sehe, Leute, da, ich krieg Flashback von. Ist der gezielt? Nee. Ich krieg Flashback von letztes Mal. Ah, okay, der ist aber aufgesprengt. Das ist ja übelst nervig. Hier ist ne Ding. Schild, du. Was mich halt übelst. Ich muss sagen, also kurz vorweg, bevor das mir jetzt etwas durcheinander bringt. Letztes Mal, muss ich sagen, war so übelst angepisst, aber ich bin heute echt motiviert. Guter Dinge. Wir haben Raketenwerfer jetzt nicht dabei. Der ist ein Upload drin. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Und jetzt schauen wir mal. Ich bin Level 95, also knapp 96. Ich bin eigentlich soweit zufrieden. Klar, ein Heavy Turret wäre absolut cool, wenn wir es noch haben könnten, aber ich glaube, ich habe die stärkere Brustplatte noch. Ding. Den Tauchanzug nehme ich jetzt mal einfach mit. Mich würde interessieren, wenn wir hier oben nichts finden. Das ist ein recht neuer Server auf die Island. Da hinten ist eine Base. Es ist ein recht neuer. Jetzt hätte ich schon gedacht, das Spiel kackt ab. Auf Hammer muss ich hier drücken. Nur in Anführungszeichen. 8000 Tage ist der erst alt. Aber da muss doch viel mehr los sein. Also es sind hier doch ein bisschen Spieleraktivitäten hier, oder? Das war mal offen. Das war mal offen und das zu und das ist kaputt. Ich muss bloß mal aufpassen. Immer safe bleiben, damit wir hier nicht kaputt gehen. Okay, hier war mal was. Ist hier noch was drin? Wo ich sage, ich nehme es sehr gerne mit. Kompostbehälter ist mir egal. Ich glaube, wir könnten mal reingucken, aber ich glaube nicht, dass sie was haben. Also, ich will jetzt mal ein bisschen was anderes gucken, Leute. Wir schauen jetzt mal ein bisschen umher. Vielleicht finden wir etwas Interessantes mal. Das ist ein Schrank. Vielleicht ist hier ein bisschen Stuff drin. Wissen sie ja nicht. Eine Armbrust, Kugeln, danke dir, Bro. Leder nehme ich mal auch mit, weil wir wissen alle. Warte mal, eine Spitzhacke könnte ich mitnehmen, dass ich eine wieder Upload packen kann. Also, Kugeln sind actually cool. Sorry, also wer seinen Schrank nicht absperrt, da habe ich aber auch gar kein Mitleid Jungs, dafür. Da wollte ich wissen, was mir passiert ist. Dabei, ich habe ja kurz, glaube ich, den Spieler gehört, Voice, und mich haut's aus dem Spiel raus. Alter, ich krieg so's Kotzen. Wenn die jetzt nicht hinkommen und ich wurde komplett gelootet und das C4 ist weg, dann wird arg exekutiert. So, jetzt habe ich endlich wieder wenigstens meine Sachen. Oh mein Gott, Jungs. Also, das ist ja schlimm. Da willst du kurz irgendwie landen, dein Drop hin. Ich war jetzt kurz am Drop dort und habe meine Auto runtergeladen. Und du hörst es nur so im Augenblick, hello, hello, Moment, alles da, jetzt ist ein Spieler, Alter. Und dann zack, also ein Spieler an sich war ja nicht das Schlimme und mich haut's aus dem Spiel. Oh mein Gott, das ist das, was, wo mir persönlich jetzt der richtige Motivationsfaktor kickt. Also ich weiß ja nicht, Telekom ohne Scheiß. Es ist immer so Wochenende, da kommen die Jungs nichts gebacken. Also hier ist genug Elektronik dabei. Einfach aus folgendem Grund, hier waren wir kurz, glaube ich, schon hier. Hier war ja nichts mehr. Hier. Und dieses 1x2, das würde mir persönlich etwas schmackofatzgiger sein. Genau, weil der hat hier ein Miffy drin und alles. Es ist wahrscheinlicher, dass der was hat als die anderen. Zack, bitte hier rein. Zack. Seht ihr das? Seht ihr das? Holy shit. Oh mein Gott, was hat der hier gemacht? Junge. Vier Dächer, die nehme ich mal mit. Ne, Free Smithy, danke. Raketenwerfer habe ich an sich. Der war auf jeden Fall gut farmen, Jungs. Der war wirklich sehr, sehr gut farmen. Ich brauche noch drei Dinge. Und das hier einmal. Hat der noch was, was ich brauchen kann? Oh mein Gott. Blood Crystal Wiper. Guck dir mal an, Sekunden, Minuten. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das brüte ich mir aus, Jungs. Ich schwöre es euch, ich brüte es mir aus. Ja, wie ich es wusste, Jungs, die haben Wipers. Was hat der hier? Skins nur. Wasserglas. Hier ist nochmal das. Electronics nehme ich mit. Den Affen können sie behalten. Sorry, aber den will ich gar nicht. Ich wusste, dass irgendjemand was haben muss.
116, okay, das ist nicht schlecht. Die hat 500 Gewicht, das ist nicht mal so bad. Also, wir checken mal kurz hier durch. Hier ist leer. Warum haben die hier? Haben die nichts? Hä? Was ist denn hier kaputt? Ach nö, oder? So, Ausdauer refreshen, erster Schrank. Zweiter Schrank. Aha. Weißt du was, ich will aber nicht mal so asozial sein. Ich save hier die Sachen sogar. Okay. Ich bin jetzt nicht mal so... Coiner. Die Chitinrüstung könnt ihr auch behalten. Leck, was leckt jetzt schon wieder das? Alter, jetzt hätte ich gedacht, das Spiel kackt schon wieder ab. Danke. Ich muss natürlich schauen. Alter, ich hätte jetzt gedacht, die Wifi wieder angerufen. Das hätte ich schon gedacht. Alter, war halt nichts. Hä? Also, kapier die Logik nicht hier wieder. Warum ist hier nichts? Ist noch eine Tür? Geht hier raus. Moin. Also es leckt schon mal so übelst nervig, da muss hier irgendwie alles gespammt werden. Aber mich wundert es, dass hier oben kein Spam. Okay, hier ist ein Motorboot, habe ich gesehen, aber nicht fertiggestellt. Ich schalte es mal kurz hier rum. Oh Mana. Oh Mana, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Der hat mich auf jeden Fall auch gesehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Weil der, wie gesagt, der schreddert die Wifi weg. Beim Mana-Gamer muss ich ein bisschen Abstand halten. Wie gesagt, Mana vs. Wifi, weil das ist ein Imprinter, guter Sattel, guter Mili. Da hat die Wifi nicht viel zu lachen auf jeden Fall, muss ich sagen. Den Leader-Drop, den lasse ich jetzt mal gehen, dass er einfach nicht denkt, ich bin in diese Richtung geflogen, ist auch cool. Ist das ein gezähmter Schwein? Ein gezähmter Schwein. Kann Stuff enthalten, wenn es hier schon mal geparkt wird? Was hast du alles gehabt? Schweinensattel ist Schrott, Metall ist auch interessant und Leder. Okay, die hat jetzt nichts Wertvolles drin, aber... Also man weiß ja nie so richtig. Weiß auch mal so, wenn du das hier hinstellst, wer würde das finden? Also wenn ich jetzt da nicht drauf... Mit dem Fernglas guckt ja keiner drauf so richtig. Also ich würde es auch nicht drauf gucken, ich hätte gar keine Zeit dafür. Also ich schon, das will man jetzt falsch formulieren, aber ein anderes Spiel wird es vielleicht nicht machen. Okay, hier waren wir ja schon. Hier war dieses Floß, das würde gleich wieder detekten. Bei dieser das Floß detektet er. Okay, okay. So Leute, ich hab mal... Warte mal, der Stego, der greift jetzt nichts an. Okay, ich muss das kurz gucken, dass hier nichts ist. Hier sind zwei Boote. Passt mal auf den Namen auf, Leute. Mexican Gang, aber wenn ich jetzt hier links gucke, hier ist auch was, das sieht mir aus, als wäre es verschlossen. Au, das wollte ich eigentlich nicht, dass das Tier stirbt, aber scheiß auf den Dilo. Vielleicht ist der Loot drin, jetzt muss ich kurz warten, die Wreckage. Aber Metall ist ein Zeichen von Luxus und Luxus heißt immer Loot. Ich weiß es nicht. Nichts drin. Metall bringt mir leider nichts. Und kann ich das Inventar nicht zugreifen? Nee, oder? Hallo, warum kann ich das Inventar nicht zugreifen? Oh shit, Mana! Der Lurch, was sucht der die ganze Zeit hier? Holy shit! Oh mein Gott, der hätte mich jetzt so schreddern können, Jungs. Holy shit, Alter. Da wird man echt ein bisschen nervös. Junge, Alter, ich habe bloß einmal kurz was zischen gehört und sehe einfach, dass der Mana kommt. Ach ja, mein. Ich glaube, ich scheiß drauf, was der für Loot hatte. Auch wenn der jetzt 15 Tiere drin hat, nee, hab ich gar keinen Bock. Der Mann, wenn jetzt übelst Bock hat, der schreddert die Wifi in ein paar Sekunden runter. Au, es leckt hier übelst. Alter Vater. Ich glaube, heute schaut es ein bisschen sehr komisch. Aber der hat jetzt nicht gerade Bock, dass er mich killt, also...
Ich glaube, der hätte mich durch auch. Also, ganz im Ernst, der hätte mich durch und durch geschreddert einfach. Ich will vielleicht noch ein bisschen die Höhen scouten. Alter, bin ich jetzt nervös hier. So, also anscheinend ja. Wie gesagt, die, oh. Ich glaube, auch diese Höhle ist gespannt. Ich muss bloß aufpassen, jetzt nicht zu sterben. Kommen wir schon hoch. Oben sind keine Turrets, oder? Ne. Der ist halt nur gespammt und das ist zugemacht. Schön, dass der, wie gesagt, dass er keine gleich kein bauen kann. Und sonst glaube ich, ist halt nichts. Einfach hier. Ne. Einfach schön zugeklastert. Ne, ich bezweifle es, dass hier irgendwo was dann ist. Komm, PvP, alles klar. Dann hätte ich einfach gedacht, Leute, wie gesagt, dann war es für die heutige Folge. Ich muss sagen, absolut cool. Wir haben mal wieder eine Wahl von, also 1 zu 1, wieder 1 getauscht und wieder eine bekommen. Das nächste Mal würde ich sagen, gehen wir mal Scorch Earth, weil ich will halt einfach mal dieses Ding loswerden, einfach diesen Virus, würde ich sagen. Dann können wir mal Scorch Earth scouten. Vielleicht ist das ja eine Map, wo ein bisschen gefragter ist. Jetzt wisst ihr auch, warum ich zum Beispiel einen Delfin habe. Einfach mal ein bisschen zum Scouten und alles. Da ist es halt sehr angenehm. Pfeile, mich behalte jetzt mal, ich kann sie mir wieder wegschmeißen, also ist schon gecraftet. Ansonsten, ich habe jetzt noch 200 durchsucht, die schauen ebenso aus. Ich hätte mich nur gewundert, dass vielleicht hier eine dabei ist, wo nicht ist, zugebaut ist, aber sagen wir es so, es war mir offensichtlich. Aber ich muss sagen, Wi-Fi getauscht, Schildkröte und alles, eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis dahin und ciao.